10.000 Franken investieren, 42.000 Franken Gewinn machen. Was wie Wunschdenken tönt, ist möglich mit Aktien. Allerdings gibt es einen Haken. Bevor jemand investiert, muss er schauen, wann er das Geld braucht. Und das schauen wir uns heute genauer an. Geldcast Update mit Fabio Canetsch. 42.000 Franken Gewinn machen mit nur 10.000 Franken Einsatz. Das geschafft haben alle, die zwischen 1997 und 2022 in den Schweizer Aktienmarkt, in den Swiss Market Index investiert haben. Auf dem Sparkonto hätte man mit den Zinsen in der gleichen Zeit nur gerade 1.500 Franken vorwärts gemacht. Das zeigen die Zahlen von moneyline.ch. Überraschend sind die hohen Aktienrenditen nicht. Alle wichtigen Aktienmärkte gehen in der langfristigen Tendenz nach oben. Mit Aktien kann aber auch einiges schiefgehen. Man kann hohe Verluste machen. Bestes Beispiel dafür ist die Credit Suisse. Wir kommen später darauf zurück. Was also spricht dafür, Aktien zu kaufen und was dagegen? Und worauf muss man beim Investieren besonders achten? Über diese Fragen gesprochen habe ich mit Patrick Eugster. Er hat an der Universität Zürich zu Finanzfragen doktoriert, ist Präsident der Renteninitiative der Jungfreisingen und betreibt einen Finanzblog auf YouTube mit dem Namen Patrick investiert. Ich habe Patrick am Hauptbahnhof in Zürich getroffen und ihn gefragt, sollten wir alle unser Geld in den Aktienmarkt investieren? Ich finde schon, ja, weil wenn wir anschauen, wie viele Schweizer investieren, dann ist das nur etwa ein Viertel. Und eigentlich in der Theorie sollten zumindest alle ein wenig Aktien haben, weil die meisten Leute, die unterschätzen den Zinseszins, das exponentielle Wachstum, und deswegen investieren sie dann nicht. Und das ist eigentlich langfristig gesehen schlecht. Aber natürlich, viele, die investieren, die vergessen dann auch, dass es ein Risiko gibt, und das ist auch ein Fehler. Alle sollten einen Teil ihres Geldes in den Aktienmarkt investieren, findet Patrick Eugster. Allerdings gehe man damit auch ein Risiko ein. Wichtig ist also die richtige Balance. Soll die Rendite maximal hoch sein oder das Risiko möglichst tief? Oder ist es uns wichtig, jederzeit auf unser Geld zugreifen zu können? Diese Fragen sind zentral. Wir müssen uns nämlich zwischen diesen drei Dingen entscheiden. Wollen wir eine hohe Rendite oder ein tiefes Risiko oder viel Flexibilität? Alles gleichzeitig geht nicht. Eine hohe Rendite scheint vielen Leuten aber ziemlich wichtig. Wenn jemand also nur dieses eine Ziel hat, möglichst viel Gewinn zu machen beim Anlegen, was ist dann die optimale Strategie? Wenn wirklich nur die Rendite das Ziel ist, dann sollte diese Person eigentlich nur Aktien halten, weil Aktien geben am meisten Rendite langfristig, etwa 6-7%. Im Gegensatz zu vielleicht Obligationen oder so, da gibt es vielleicht 3, manchmal 4%. Und deswegen sollte diese Person vor allem Aktien halten. Aber das Problem ist natürlich, dass Aktien auf der anderen Seite unglaublich stark schwanken. Wer viel Gewinn machen will, fährt gut mit Aktien. Die werfen üblicherweise eine hohe Rendite ab. Der Nachteil ist, Aktien sind ziemlich riskant. Das gilt im Speziellen dann, wenn nur in eine Firma investiert wird, zum Beispiel in die Credit Suisse. Wer 1997 10.000 Franken allein in die Credit Suisse investiert hat, hat darauf bis im Sommer 2023 einen Verlust gemacht von 9.730 Franken. Dieses Risiko aber lässt sich verringern, und zwar indem man in mehrere Firmen gleichzeitig investiert. Zum Beispiel in alle Firmen, die im Swiss Market Index drin sind. Das verringert das Risiko, weil es unwahrscheinlich ist, dass mehrere Firmen gleichzeitig so abstürzen wie die Credit Suisse. Doch auch wer in mehrere Firmen gleichzeitig investiert, kann Geld verlieren. Wenn quasi die Weltwirtschaft in eine Rezession fällt, dann sinken natürlich alle Aktien gemeinsam und dann verlieren wir trotzdem Geld. Auch wer in mehrere Unternehmen gleichzeitig investiert, kann Geld verlieren. Die Aktienpreise der verschiedenen Firmen schwanken nämlich stark. Und wenn die Wirtschaft schwächelt, gehen häufig alle Aktienpreise gleichzeitig nach unten. Zuletzt passiert ist das im Frühling 2020. Damals waren zwischenzeitlich alle Aktien im Swiss Market Index im Minus. Das heißt, auch wer in mehrere Firmen gleichzeitig investiert war, hat einen Verlust gemacht. An und für sich problematisch ist das nicht. Im Durchschnitt gehen die Aktienmärkte nämlich nach oben. Das heißt, wer langfristig investiert, macht üblicherweise ein Plus. So war das zumindest bis heute. Das bringt Ihnen aber überhaupt gar nichts, wenn Sie genau in einem schlechten Börsenjahr Ihre Aktien verkaufen möchten oder verkaufen müssen. Zum Beispiel, weil Sie auf eine Weltreise gehen wollen oder weil Sie krank werden. Was also gilt es zu beachten, wenn Sie Ihr Geld investieren und gleichzeitig möglichst flexibel darauf zugreifen wollen? Nochmals Patrick Eugster.
Bevor jemand investiert, muss er schauen, wann er das Geld braucht. Und das heißt, wenn er es jetzt in 40 Jahre braucht, dann kann er anders investieren, als wenn er jederzeit darüber verfügen muss. Und wenn er das Geld zum Beispiel schon vielleicht morgen oder in einem Jahr oder zwei Jahren braucht, dann sollte er das Geld vielleicht nicht in Aktien investieren, sondern viel eher auf dem Sparkonto lassen, weil er dann jederzeit auf das Geld zugreifen kann. Sein Geld auf dem Sparkonto zu lassen, ist unter Umständen also auch eine gute Option. Obwohl das Sparkonto im Vergleich mit dem Aktienmarkt nur sehr wenig Rendite abwirft. Es bietet dafür viel Sicherheit und das Geld auf dem Sparkonto ist praktisch jederzeit frei verfügbar. Was also soll es sein? Eine maximal hohe Rendite? Ein minimales Risiko oder viel Flexibilität? Beim Investieren liegt die Entscheidung ganz bei Ihnen. Behalten Sie dabei aber immer im Kopf, eine hohe Rendite bedeutet häufig auch ein hohes Risiko. Und viel Flexibilität gibt es fast nur mit tiefen Gewinnaussichten. Unser Tipp: Besprechen Sie das Geldanlegen mit Ihrer Finanzberaterin oder Ihrem Finanzberater. Sie können diese Sendung dafür gerne als Input brauchen. Nehmen Sie unsere Worte aber nicht als Anlageempfehlung. Anlageempfehlungen gibt es im Geldcast nie. Geldcast Update mit Fabio Canetsch. Wenn Sie diese Sendung wie die allermeisten Leute im Audioformat hören, schauen Sie auch gerne mal vorbei auf YouTube. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es alle Geldcast-Updates auch als Video und noch ganz viel mehr. Und schauen Sie auch gerne mal vorbei auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich bin aktiv auf Twitter respektive X, LinkedIn, Instagram und TikTok. Sie finden meine Profile unter @fabiocanetsch oder über meine Homepage www.fabiocanetsch.ch. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, das ist der Geldcast von swissinfo.ch.